So, Lösung rein quadratischer Gleichungen. Also wir wissen schon mal, wie eine allgemeine quadratische Gleichung aussieht. Die sieht in der Regel so aus. Ax Quadrat plus bx plus c ist 0. Wir haben hier das quadratische Glied. Hier. Wir haben hier das sogenannte lineare Glied. Und hier hinten haben wir das absolute Glied. Wenn wir uns die Überschrift mal anschauen, sehen wir, das lineare Glied fehlt hier. Ja. Unsere Gleichung lautet also ax Quadrat plus c ist gleich 0. Wir werden dann sehen, dadurch, dass dieses lineare Glied fehlt, wird die Sache relativ einfach. Man kann die Gleichungen lösen, indem man ganz einfach äquivalent umformt, ohne irgendwelche Tricks. Aufpassen muss man dann nur, wenn man die Wurzel zieht. Das werden wir dann sehen. Die einfachste Aufgabe, die man haben kann, ist zum Beispiel x Quadrat gleich 49. Bitte immer mit aufpassen auf die Grundmenge. In der Regel ist bei so einen Aufgaben die Grundmenge die Menge der reellen Zahlen. Die reellen Zahlen sind die, naja, die ganzen Zahlen vereinigt mit den gebrochenen Zahlen und den irrationalen Zahlen. Ja, die ganzen Zahlen kennt ihr, die gebrochenen Zahlen kennt ihr auch. Die irrationalen Zahlen sind zum Beispiel so Zahlen wie Wurzel 2 oder Pi. Ja, das sind unendlich nicht periodische Dezimalzahlen. Die gehören also hier noch mit dazu zu den reellen Zahlen. So, hier können wir ganz einfach auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Müssen aber jetzt aufpassen, wenn wir aus x Quadrat die Wurzel ziehen, kriegen wir x. Wenn wir aus 49 die Wurzel ziehen, kriegen wir einmal plus 7, einmal minus 7. Das schreibt man in der Regel in der Mathematik so. Ja, wir kriegen also zwei Lösungen. Das heißt auch nicht ein halb, sondern das heißt x1, x2 ist gleich einmal plus Wurzel 49, einmal Wurzel minus Wurzel 49. Gibt sich also x1 gleich 7, x2 gleich minus 7. Die beiden liegen auch in unserer Grundmenge drin. Das heißt, wenn wir jetzt die Probe noch machen und die Probe ergibt eine wahre Aussage, dann sollten wir diese beiden Werte auch in unserer Lösungsmenge haben. Gucken wir uns mal die Probe für plus 7 an. Ich schreibe das plus mal mit, müssten wir vielleicht gar nicht machen, aber mal um das zu verdeutlichen. Ist gleich 49. 7 mal 7 sind 49. Ist eine wahre Aussage. Machen wir das Ganze noch minus 7 ins Quadrat. Ist gleich 49. Minus 7 mal minus 7 minus mal minus gibt plus 7 mal 7 gibt 49. Auch hier kriegen wir 49 gleich 49. Eine wahre Aussage. Daraus ergibt sich unsere Lösungsmenge mit minus 7, 7. Achtung, diese Lösungsmenge ist kein geordnetes Paar. Ja, unsere Lösungsmenge hat also zwei Elemente, einmal das Element minus 7 und einmal das Element 7. Wir können also minus 7 in unsere Ausgangsgleichung einsetzen. Hier Ausgangsgleichung. Wir können also minus 7 einsetzen in unsere Ausgangsgleichung, kriegen eine wahre Aussage. Und können auch 7 in die Ausgangsgleichung einsetzen und kriegen eine wahre Aussage. Nächstes Beispiel. Die Lösungsmenge muss nicht immer so einfach aussehen. Als nächstes Beispiel nehmen wir mal x Quadrat gleich 5. Auch hier soll wieder gelten, Grundmenge ist gleich reelle Zahlen, das heißt ganze Zahlen, gebrochene Zahlen und irrationale Zahlen. Auch hier gehen wir wieder so vor, dass wir auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, aufpassen müssen. Wir kriegen wieder zwei Lösungen, plus minus Wurzel 5. Wurzel 5 lässt sich nicht besser, nicht weiter vereinfachen. Kriegen also als erste Lösung Wurzel 5 und als zweite Lösung minus Wurzel 5. Die Probe spare ich mir jetzt mal in diesem Falle. Ja, ihr seht, Wurzel 5 mal Wurzel 5 gibt 5. Minus Wurzel 5 mal minus Wurzel 5 minus mal minus gibt plus.
Wurzel 5 mal Wurzel 5 gibt 5. Beides mal eine wahre Aussage. Hier ist unsere Lösungsmenge. Minus Wurzel 5 und Wurzel 5. Achtung, Wurzel 5 und Minus Wurzel 5 sind beides irrationale Zahlen. Das heißt, wenn wir eine andere Grundmenge hätten, zum Beispiel Grundmenge gebrochene Zahlen, wäre unsere Lösungsmenge eine leere Menge. Genauso wäre es, wenn wir als Grundmenge die ganzen Zahlen hätten, wäre auch unsere Lösungsmenge eine leere Menge, weil Wurzel 5 weder eine gebrochene Zahl ist, noch ist Wurzel 5 eine ganze Zahl. Ja, Wurzel 5 ist eine unendlich nicht periodische Zahl, das kann man nachweisen, ist hier aber nicht unsere Aufgabe. Die Aufgaben funktionieren im Prinzip alle nach derselben Vorgehensweise, können auch ein bisschen anders daherkommen. 4x Quadrat plus 9 ist gleich 0. Ihr seht, das stimmt schon eher mit unserer Überschrift überein. Unser a wäre hier 4, unser b wäre hier 0 und unser c wäre hier 9. Bei der vorigen Aufgabe, ich glaube, die hieß x Quadrat gleich 5, ja, kann man das umformen zu x Quadrat minus 5 ist gleich 0. Hier wäre a 1, b wieder 0, ja, das lineare Glied fehlt hier. Und c wäre minus 5. Also diese Aufgabe hat sowohl ein a als auch ein c. Ich mache das mal wieder weg, soll die Sache nur verdeutlichen. So, lösen wir diese Aufgabe, die ich hier vorgegeben habe. Hier können wir ganz einfach minus 9 rechnen. 4x Quadrat ist gleich minus 9. Dividieren das Ganze noch durch 4. Kriegen x Quadrat ist gleich minus 9 Viertel. So, und hier sehen wir schon, wir kriegen hier einen Widerspruch, weil das Quadrat einer Zahl kann nicht negativ sein, egal wie hier unsere Grundmenge lauten würde. Na, ist nicht ganz richtig, aber ja, selbst bei vorgegebener Grundmenge gleich reelle Zahlen gibt es hier die Lösungsmenge leere Menge. Es gibt noch eine Zahlenmenge, wo diese Aufgaben lösbar sind. Das ist die Menge der komplexen Zahlen. Die haben wir aber noch nicht kennengelernt. Deshalb ist hier die Lösungsmenge 0. Ich möchte die Aufgabe mal ein kleines bisschen verändern, so dass ihr seht, an was das liegt, dass wir hier eine falsche Aussage kriegen, Entschuldigung, eine leere Menge kriegen. Und zwar mache ich hier aus dem Plus mal ein Minus. Ja, aufpassen. Mach dieses Plus mal weg. Und mache hier mal ein Minus hin. Ja, und ihr seht sofort, was hier passiert. Ich kann nämlich jetzt auf beiden Seiten plus 9 rechnen, kriege 4x Quadrat ist gleich 9, teile das durch 4, kriege x Quadrat ist gleich 9 Viertel, kann jetzt auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, kriege x1, 2 gleich 9 Viertel, daraus die Wurzel. x1 gleich 3 halbe, x2 gleich minus 3 halbe. Hier ist vielleicht mal eine Probe gedacht. Ja, wir setzen erstmal das x1 hier oben ein. Das heißt also Probe 4x1. 4 mal 3 halbe zum Quadrat minus 9 ist gleich 4 mal. Lasst mich gucken, 9 Viertel minus 9. Ihr seht, die 4 lässt sich mit der 4 kürzen. Ist gleich 9 minus 9 ist gleich 0. Das heißt, wir kriegen hier eine wahre Aussage. Machen die Probe noch für x2. 4 mal minus 3 halbe zum Quadrat minus 9. Ihr seht, es ergibt dasselbe.
4 mal minus 3 halbe mal minus 3 halbe minus mal minus gibt plus 3 halbe mal 3 halbe sind 9 Viertel minus 9. Das lässt sich wieder mit dem kürzen. Wir kriegen 9 minus 9 ist 0. Wahre Aussage. Jetzt müssen wir noch gucken, ob unsere beiden Ergebnisse in der Grundmenge liegen. 3 halbe ist eine reelle Zahl. Minus 3 halbe ist eine reelle Zahl. Deshalb kriegen wir als Lösungsmenge minus 3 halbe. Und